Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die 44. Plenarsitzung des Hessischen Landtages eröffnen und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung vom 17. Juni 2020 und ein Nachtrag mit Datum vom heutigen Tage mit insgesamt 99 Punkten liegt Ihnen vor, wie Sie dem Nachtrag zu Top 93 bis Top 98 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Und nach unserer Geschäftsordnung beträgt die Aussprache jeweils 5 Minuten je Fraktion. Und wir werden die Aktuellen Stunden wie immer am Donnerstag um 9 Uhr aufrufen. Eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Erzieherinnen und Erzieher stärken, jetzt in Ausbildung investieren. Das ist die Drucksache 20/3047. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wollen wir diesen Top, dann wird das Top 100 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit dem Tagesordnungspunkt 9 zu diesem Thema aufgerufen werden. Niemand widerspricht, dann machen wir das so. Ebenfalls noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen betreffend zweites Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes, Drucksache 20/3050. Dieser Dringliche Gesetzentwurf wird Top 101. Die Redezeit nach der Geschäftsordnung beträgt 7,5 Minuten. Ich frage, ob die Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. So, Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, noch entscheiden die Abgeordneten der SPD-Fraktion selber, ob sie zustimmen oder etwas ablehnen. Das machen nicht die Großkoalitionäre von CDU und GRÜNEN. Das, was wir hier erleben mit dem Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, ist die brutalstmögliche Aushebelung von Parlamentsrechten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Ministerpräsident Koch war ja lange Innenminister in der Regierung Koch. Da hat er ja einiges gelernt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erst finden Verhandlungen statt, wie man die Auswirkungen der Corona-Krise beheben kann. Es gibt Angebote, einen Nachtragshaushalt zu machen. Dann passt ihn nicht, weil es dagegen Widerstände gibt, weil es sachlich berechtigte Nachfragen gibt. Und dann wollen Sie eben einmal im Fortschritt eine Zweidrittelmehrheit aus einem Gesetz rausschmeißen, weil Ihnen das macht. Mehr Machtkalkül geht nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und offensichtlich konnten sich die GRÜNEN durchsetzen, weil in diesem Maßnahmenpaket sind insbesondere grüne Wunschlisten drin, die mit den Auswirkungen von Corona gerade gar nichts zu tun haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen hier Fristen verkürzen. Sie ermöglichen kein vernünftiges parlamentarisches Verfahren. Sie wollen noch nicht einmal eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf zulassen. Wie groß muss Ihre Not eigentlich sein, um ein geordnetes parlamentarisches Verfahren zuzulassen? Wie groß? Und die ernsthafte Frage, wie nehmen Sie eigentlich die Rechte von Parlamentsabgeordneten ernst? Überhaupt nicht. Das ist nämlich die richtige Antwort. Weil eine Zweidrittelmehrheit in einem Gesetz ist ja nicht so wie der Speiseplan des Landtages, sondern hat ja irgendeine Bedeutung und irgendeine Funktion. Um mal Fristen außer Kraft zu setzen, wir machen das so, ist ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Kern geht es Ihnen um etwas anderes. Sie wollen sich Ihre Kriegskasse für die nächsten 3 Jahre mit diesem Verfahren sichern. Dies wird jedenfalls mit der SPD-Fraktion nicht möglich sein. Nicht möglich sein.
Und deswegen beantragen wir zu diesem dringlichen Antrag, dass er dringlich sein soll, eine namentliche Abstimmung. Wir werden alle demokratischen parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, die Sie nicht abschaffen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn der Antrag trotzdem auf die Tagesordnung heute kommt, beantragen wir eine Unterbrechung des Landtages, um fraktionsmäßig das beraten zu können und anschließend einen Ältestenrat einzuberufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat der Hessische Landtag seit dem 1.12.1946 noch nicht erlebt, was Sie missbrauchen. Brutalstmöglicher Machtmissbrauch. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ebenfalls zur Geschäftsordnung hat sich gemeldet der Kollege Holger Bellino für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was wir eben erlebt haben, wird weder einer Geschäftsordnungsdebatte gerecht noch der anstehenden und immer noch anstehenden Corona-Krise. Das war nichts anderes als billiger Klamauk, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jeder, der in den letzten Wochen und Tagen verfolgt hat, wie intensiv verschiedene Vertreter der Regierungskoalition in Zusammenarbeit mit Vertretern der Opposition versucht haben, eine Lösung zu finden, weiterhin gut durch diese Krise zu bekommen, kann ernsthaft behaupten, dass dies etwas mit einem brutalstmöglichen Vorgang zu tun hat. Wer dies sagt, ist an nichts anderem interessiert als an einem billigen Populismus. Und wenn das sogar bei der FDP einschlägt, dann bedauere ich das umso mehr. Bedauere ich das umso mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bitten das Hohe Haus, zum einen die Dringlichkeit zu bejahen. Denn in dieser Plenarwoche, das wissen wir alle, haben wir den Nachtrag, auch die Frage des Umgangs mit dem angesprochenen Sondervermögen auf der Tagesordnung. Und genauso wichtig und genauso dringlich wie die Bekämpfung des Virus, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen und vor allen Dingen die gesundheitlichen Bekämpfung einzuleiten und die Linderung einzuleiten, meine sehr geehrten Damen und Herren, genauso wichtig wie die Bekämpfung dieses Virus ist es die Bekämpfung der gesundheitlichen, der gesellschaftlichen und der wirtschaftlichen Auswirkungen. Und das geht eben nicht mit populistischen Debatten in diesem Landtag, sondern es geht damit, dass wir auch die entsprechenden Finanzmittel bereitstellen, damit wir draußen helfen können, damit wir den Menschen helfen können, die krank waren oder krank sind, damit wir der Wirtschaft helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Und damit wir auch durch diese Pakete dafür sorgen, dass eben Auszubildende, deren Vertrag jetzt ausläuft, auch weiterhin beschäftigt werden können. Da muss eine Regierung handlungsfähig sein, und deshalb bedarf es hier entsprechenden Debatten und Beschlüsse in diesem Haus. Wir beantragen zusammenfassend zum einen die Dringlichkeit zu bejahen. Zum Zweiten beantragen wir, dass wir die Debatte zu dieser ersten Lesung, die dann vollzogen werden muss, am Ende des heutigen Tages vornehmen, damit eben morgen im Haushaltsausschuss entsprechende Debatten dort geführt werden können. Und zum Dritten beantragen wir oder beantrage ich im Namen der regierungstragenden Fraktionen, dass wir Sonderplänen für den 2.7. und für den 4.7. vorsehen, damit die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden können. Am 30.06. ist dann eine weitere Sitzung des Haushaltsausschusses notwendig. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage es noch einmal. Das hier hat nichts damit zu tun, dass hier jemand seine Macht, seine demokratische Macht ausnutzen möchte. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass dieses Land handlungsfähig sein muss, dass uns gemeinsam gelingen muss, nicht nur die gesundheitlichen und die gesellschaftlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser einzigartigen Krise nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend auszumerzen, zu mildern und dieses Land in eine gute Zukunft zu führen. Darum geht es und um nichts anderes. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bellino. Nächste Wortmeldung zur Geschäftsordnung ist der Kollege Jürgen Lenders für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrter Kollege Bellino, es ist ja jetzt nicht ganz so plötzlich, dass die Landesregierung und CDU und Grünen uns mit einer Idee eines 12 Milliarden Schulden
Schattenhaushaltes als Idee hier aufwarten. Deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, worin denn jetzt nun die Dringlichkeit begründet sein soll für die Änderung der Zweidrittelmehrheit. Sie haben uns das in den Diskussionen permanent schon angekündigt und damit gedroht, dass Sie zur Not die Zweidrittelmehrheit aus einem Gesetz herausstreichen, Herr Staatsminister Boddenberg, wo die CDU mal mitgestimmt hat, die in einem Zusammenhang einer Verfassungsänderung steht. Die im Zusammenhang einer Verfassungsänderung steht, die 70% der Hessen zugestimmt haben. Was die CDU hier macht, ist Wortbruch an den Hessen. Nichts anderes. Nichts anderes. Ein Stück aus dem Tollhaus. Ganz ehrlich, Herr Kollege Bellino, wir als FDP-Fraktion hätten uns es nicht vorstellen können, dass Sie den GRÜNEN so weit auf den Leim gehen und den Passus hier aus dem Gesetz streichen wollen. Aber das Verfahren, was Sie jetzt hier auch noch ansprechen, also das setzt ja nur wirklich allen das Sahnehäubchen auf. Meine Damen und Herren, der Inhalt Ihrer Vorstellung hat, mit dem, wie Herr Kollege Bellino das hier versucht hat zu skizzieren, mit der Corona-Krise gerade überhaupt nichts mehr zu tun. Gerade mal überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn Sie, Herr Kollege Bellino, jetzt schon angemeldet haben, dass wir im Sonderplenum, dann sitzen wir hier, kein Problem. Die Opposition ist da. Wir können hier regieren. Das, was wir hier erleben, seitdem die Corona-Krise angefangen hat, ist, dass Sie permanent versuchen, das Parlament auszuhebeln. Und das erfährt heute seinen Höhepunkt. Erfährt heute seinen Höhepunkt. Sie versuchen uns ein sogenanntes Sondervermögen zu verkaufen, was über 4 Jahre die Corona-Krise festschreiben soll und das Aussetzen der Schuldenbremse. Das verlangen Sie von uns. Und wir, Herr Kollege Bellino, SPD und FDP, haben Ihnen einen alternativen Vorschlag unterbreitet. Es ist nicht so, als wenn wir uns hier der Verantwortung nicht stellen würden. Es ist nicht so, dass wir nicht in einem geordneten Verfahren klar wissen, dass wir den Menschen da draußen helfen müssen. Aber in einem geordneten Verfahren. In einem geordneten Verfahren. Dass die Zweidrittelmehrheit der Fraktionen der GRÜNEN schon immer auf den Zwackel gegangen ist, das wissen wir damals aus dem Rat. Und die GRÜNEN wollten das nie. Aber dass jetzt sich hier auch die CDU so vom Acker macht, finde ich unverantwortlich und ist dem Parlamentarismus in Hessen einen Bärendienst erwiesen. Das ist wirklich ein Tiefpunkt. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lenders. Ebenfalls zur Geschäftsordnung spricht der Kollege Jürgen Frömmrich, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde, man kann über diesen Gesetzentwurf, den wir hier vorgelegt haben, als dringlichen Gesetzentwurf streiten. Aber es ist ein ganz normales parlamentarisches Verfahren, dass Fraktionen in dieses Haus dringliche Gesetzentwürfe einbringen. Das will man vielleicht einmal am Anfang sagen. Und es hat einen Vorschlag der regierungstragenden Fraktionen gegeben. Danach haben die Fraktionen Gesprächsangebote an die Mitglieder der Opposition gemacht. Es wurden vielerlei Gespräche hier in diesem Haus geführt. Und es wurden versucht, auch Abwägungen zu treffen. Die regierungstragenden Koalitionsfraktionen haben verschiedene Angebote an die Oppositionsfraktionen gemacht. Diese Angebote sind nicht angenommen worden. Und dann ist es Aufgabe der regierungstragenden Fraktionen, Regierungshandeln in diesem Hause sicherzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind dafür zuständig, die Sicherheit hier sicherzustellen. Und in Richtung des Kollegen Rudolph, der gesagt hat, die Not ist groß der Koalitionsfraktion. Nein, die Not ist nicht groß der Koalitionsfraktion. Die Not der Menschen in unserem Land ist groß, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Not der Menschen in diesem Land ist groß. Und deswegen sind wir als Regierungsfraktionen aufgefordert,
Deswegen sind wir als Regierungsfraktionen aufgefordert, den Menschen in diesem Land eine Perspektive zu geben, ihnen zu sagen, wie geht es weiter. Und was ist dringlicher, als den Menschen in unserem Land eine Perspektive zu geben? Nichts ist dringlicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, als den Menschen in unserem Land Perspektive zu geben. Viele Menschen sind in dieser Corona-Krise gebeutelt worden. Sie wissen nicht, wie es mit ihnen persönlich, mit ihren Familien weitergeht. Viele Menschen stellen sich die Frage, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter? Wie geht es mit den Soloselbstständigen weiter? Laufen die Programme weiter? Laufen die Programme in einem halben Jahr aus, wenn der nächste Nachtrag kommt? Müssen wir dann wieder bangen? Müssen wir dann wieder darüber nachdenken? Müssen wir darüber nachdenken, ob das, was hier von Seiten des Landes angeboten wird, dann wirklich noch zur Verfügung gestellt wird oder ob es ausläuft? Deswegen ist es wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir den Menschen in unserem Land Perspektive geben. Das tun die Regierungsfraktionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir bekommen doch die Schreiben von den Menschen, die uns fragen, wie geht es mit uns weiter. Wir bekommen jetzt schon die ersten Schreiben von Kommunen, die sagen, wie sollen wir unsere Kommunalhaushalte ausgleichen? Wie kriegen wir unsere Investitionen in den nächsten Jahren gestemmt und wie können wir die Mittel zur Verfügung stellen für Investitionen in unserer Stadt, in unserem Landkreis, in unserem Dorf. Und deswegen ist es wichtig, auch den Kommunen in unserem Land Perspektive zu geben. Das tun diejenigen, die hier die regierungsfragenden Fraktionen stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der soziale Zusammenhalt in unserem Land. Viele fragen sich, wie geht es mit Menschen weiter? Wie werden unsere Initiativen gefördert? Wie wird Ehrenamt gefördert? Wie werden gewisse Dinge im Sozialbereich abfinanziert? Wie werden die Gesundheitsinvestitionen finanziert? Das ist doch wichtig, dass wir darüber reden und dass wir denen, die diese Fragen stellen, Perspektive in diesem Land geben. Das tun wir als regierungstragende Fraktionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist dieser Antrag, den wir vorlegen, deswegen ist der Gesetzentwurf auch dringlich, weil die Menschen dringlich auf Antworten warten. Wir wollen sie ihnen geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Nächster Redner in der Geschäftsordnungsdebatte für die Fraktion der AfD ist der Kollege Lambrou. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD ist nun wirklich nicht oft der Meinung der SPD. Hier allerdings möchte ich betonen, dass wir uns ausdrücklich der Position der SPD anschließen. Wir lehnen die Dringlichkeit ab. Wir sehen sie nicht als gegeben. Wir sind auch für eine namentliche Abstimmung und das Eindampfen der benötigten Zweidrittelmehrheit auf eine einfache Mehrheit. Das ist unerhört, liebe schwarz-grüne Landesregierung. Ich kann mir allerdings einen Seitenhieb nicht verkneifen. FDP und SPD waren bei der ersten Lesung noch deutlich entspannter, als sie gehofft haben, in das Zweidrittelpaket mit reinzuhüpfen. Die AfD hat das von Anfang an konsequent abgelehnt. Und wir haben auch bei der ersten Lesung schon gesagt, dass wir einen deutlichen Wechsel sehen, durch den Wechsel des Finanzministers im Stil, in der Vorgehensweise. Dieser Eindruck verstärkt sich hier enorm, und das ist bedauerlich. Seit 2019 sitzen wir im Parlament, und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, immer wenn sich die schwarz-grüne Landesregierung ertappt fühlt, dann agieren Sie mit der Moralkeule. Und das war jetzt eben auch wieder eindrucksvoll zu sehen. Es geht Ihnen gar nicht um die Argumente, die Sie hier vorgeben. Es geht Ihnen darum, die Opposition auszuhebeln und sich ein schönes Paket anzulachen für zukünftige Wohltaten. Und noch etwas zum Schluss. Sie stellen den 12 Milliarden Nachtragshaushalt als alternativlos dar.
Wegen solch einem Politikstil hat sich übrigens die Alternative für Deutschland gegründet, denn es gibt immer Alternativen. Und das 12 Milliarden Nachtragshaushaltpaket, das ist nicht alternativlos. Wenn Sie keine Zweidrittelmehrheit bekommen, reduzieren Sie einfach die Höhe des Paketes, machen Sie mehrere Nachtragshaushalte im Zeitablauf. Und es ist übrigens in die Richtung von Herrn Frömmrich falsch, dass Sie Angebote an die Opposition gemacht haben. Es gab kein einziges Angebot an die AfD. Also reden Sie nicht immer von Angebote an die Opposition. Es gab Angebote an zwei der vier Oppositionsparteien, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lambrou. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich gemeldet der Kollege Felstehausen. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es wird nicht verwundern, auch wir lehnen die Dringlichkeit dieses Gesetzentwurfs ab. Und ich bin schon etwas verwundert, wenn hier Herr Bellino permanent davon spricht, von wir. Seien Sie doch ehrlich, es geht Ihnen doch gar nicht um ein Wir. Es geht Ihnen darum, Ihre Mehrheiten hier durchzusetzen. Es geht Ihnen darum, Ihre Machtposition hier deutlich zu machen. Das ist das, was Sie mit diesem Antrag hier dokumentieren. Und anstatt tatsächlich in so einer Krise jetzt auf die Opposition zuzugehen, gemeinsam Gespräche zu suchen, sich an die Arbeit zu machen und endlich dafür zu sorgen, dass das Geld auch da ankommt, wo es hingehört, setzen Sie auf eine ganz andere Taktik. Sie setzen darauf, zu sagen, wir haben die Mehrheit. Sie machen hier eine Bastardpolitik mit diesem Antrag, und das werden wir Ihnen so nicht durchgehen lassen. Meine Damen und Herren, aber inhaltlich, was machen Sie denn hier? Es ist doch nichts anderes als ein Offenbarungseid, dass die Schuldenbremse, die letztendlich ja von Ihnen zu verantworten ist, dass genau diese Schuldenbremse schon bei der ersten Krise, die wir haben seit Einführung, sich als das erweist, vor dem wir immer gewarnt haben. Es ist ein Investitionshemmnis. Es lässt uns nicht reagieren auf eine aktuelle Situation. Diese Schuldenbremse, die wir von Anfang an abgelehnt haben, erweist sich jetzt als ein ganz, ganz großes Hemmnis. Jetzt werden Sie vielleicht zu Recht fragen, warum wir dann an dieser Stelle nicht mit Ihnen stimmen. Es geht nicht darum, Sie jetzt einmalig auszusetzen. Wir verfolgen nach wie vor die Position zu sagen, diese Schuldenbremse gehört gestrichen aus der hessischen Verfassung. Sie muss raus, weil nur so wird es möglich sein, in Krisensituationen wie diesen tatsächlich auch entsprechend reagieren zu können. Meine Damen und Herren, dass jetzt ausgerechnet die schwarz-grüne Regierungsmehrheit diese Schuldenbremse aussetzen will, das zeigt doch oder das lässt uns ja erahnen, wie unerwartet flexibel Sie in ideologischen Dingen sind. Wenn es Ihnen an der Stelle passt, dann verändern Sie das Gesetz, dann sagen Sie, wir pfeifen auf eine Zweidrittelmehrheit, die Sie vorher reingeschrieben haben, um Ihren Haushalt an dieser Stelle durchzubringen, um nicht in die inhaltliche Diskussion mit uns einsteigen zu müssen. Und das lehnen wir ganz entschieden ab. Stattdessen können wir hier an dieser Stelle nur eines machen. Wir können Sie auffordern, kehren Sie endlich zu einer vernünftigen Sacharbeit zurück. Legen Sie einen vernünftigen Haushalt vor. An der Stelle werden wir mit Sicherheit auch mitwirken. Aber wir wissen natürlich auch, warum Sie mit uns an dieser Stelle nicht gesprochen haben. Wir sagen nämlich, es muss jetzt in die Kommunen investiert werden, es muss jetzt in Wohnraum investiert werden, es muss in die Verkehrs- und Energiewende investiert werden. Und das muss einigermaßen vernünftig durchfinanziert sein und nicht mit einem Schattenhaushalt, den Sie an dieser Stelle aufbauen wollen. Das ist das, wo Sie sagen, wir möchten die nächsten drei Jahre am besten gar nichts mehr von der Opposition hören. Und deshalb werden wir diesen Antrag auf jeden Fall ablehnen. Wir sind der Meinung, die soziale Sicherheit der Menschen muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und dieser Aufgabe werden Sie nicht gerecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zur Geschäftsordnung. Es ist jetzt folgendermaßen. Ich habe die Frage gestellt, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Der Kollege Günter Rudolph hat beantragt, dass darüber namentlich abgestimmt wird. Darf die Geschäftsführer fragen, ob ich in die Abstimmung eintreten kann? Sind Ihre Männer und Frauen alle an Bord? Das ist offensichtlich der Fall. Oder gibt es noch
muss ich aussetzen im Sinne der Regelung? Kann ich loslegen? Ja, können wir das? Alle bereit? Okay, keiner widerspricht. Das will ich deutlich festgehalten haben. Dann würden wir jetzt in die namentliche Abstimmung eintreten. Frau Kinkel beginnt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns, weil ich die wunderbar. Sie haben es fantastisch gemacht. Klasse. Frau Kinkel, bitte. Ulrike Alex. Ja. Tarek Al-Wazir. Ja. Katrin Anders. Ja. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Ja. Dirk Bamberger. Ja. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt, ja. Elke Barth, nein. Alexander Bauer, ja. Frank Thilo Becher, nein. Holger Bellino, ja. Peter Beuth, ja. Markus Bocklet, ja. Michael Boddenberg, ja. Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf fehlt, Volker Bouffier, ja. Sylvia Brünnel, ja. Dr. Matthias Büger, nein. Thailan Burcu, ja. Ines Klaus, ja. Mirjam Dahlke, ja. Wolfgang Decker, Christoph Degen, nein. Frank Diefenbach, ja. Angela Dorn, ja. Tobias Eckert, nein. Nina Eisenhardt, ja. Arno Enners, nein. Nancy Faeser, Dr. Horst Falk, ja. Martina Feldmeier, ja. Thorsten Felsterhausen, Karina Fissmann, nein. Hildegard Förster-Heldmann, ja. Jürgen Frömmrich, ja. Sandra Funken, ja. Klaus Gagel, nicht da. Dirk Gaff fehlt. Kerstin Geis. Nadine Gersberg. Lisa Gnadl. Eva Goldbach. Dr. Frank Grobe. Vanessa Kronemann. Stefan Krüger, nein. Gernot Grumbach, nein. Dr. Jörg-Uwe Hahn, nein. Karin Hartmann, nein. Erich Heidkamp, nein. Christian Heinz, nein. Birgit Heitland, nein. Thomas Hering, Klaus Herrmann, nein. Priska Hinz, ja. Heike Hofmann, nein. Markus Hofmann, ja. Andreas Hofmeister, ja. Hartmut Honka, ja. Knut John, nein. Bijan Kaffenberger, nein. Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, ja, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kuhler, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders,
Thorsten Leveringhaus. Ja. Andreas Lichert. Nein. Angelika Löber. Nein. Frank Lorz. Ja. Professor Dr. Alexander Lorz. Ja. Heinz Lotz. Nein. Felix Martin. Ja. Daniel May. Ja. Markus Meissner. Hans-Jürgen Müller, ja. Michael Müller, ja. Karin Müller, ja. Regine Müller, nein. Stefan Müller, nein. Petra Müller-Klepper, ja. Dr. Stefan Haas, nein. Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz. Manfred Penz. Moritz Bromny. Janki Pürsün. Lucia Puttrich. Dr. Rainer Rahn. Claudia Ravensburg. Michael Reul. Boris Rhein, ja. Volker Richter, nein. René Rock, nein. Günther Rudolph, nein. Michael Ruhl, ja. Max Schad, ja. Jan Schalauske, nein. Marion Schad-Sauer, nein. Lukas Schauder, ja. Hermann Schaus, Gerhard Schenk. Nein. Heidemarie Scheusch-Paschkewitz. Nein. Katrin Schleenbecker. Ja. Miriam Schmidt. Ja. Heiko Scholz. Nein. Dimitri Schulz. Armin Schwarz. Armin Schwarz. Ja. Uwe Serke. Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönnes, Frank. Oliver Stierböck, Manuela Strobe, Ismail Tippi, Oliver Ulot, Tobias Utter, Joachim Feilmann, ja. Bernd-Erich Vohl, ja. Matthias Wagner, ja. Astrid Wallmann, ja. Alexandra Walder, ja. Kathi Walder, ja. Thorsten Warnecke, nein. Sabine Waschke, Marius Weiß, nein. Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Wintermeyer, ja. Walter Wiesenbach, ja. Janine Wissler, nein. Und Turgut Yüksel. Nachgemeldet hat sich bei mir noch der Kollege Graf. Herr Kollege Graf, wie melden Sie sich oder wie stimmen Sie? Mit Nein. Hat jetzt jeder die Möglichkeit gehabt, seine Stimme abzugeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und lasse die Stimmbeisitzer die Stimmen auszählen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen das Abstimmungsergebnis verkünden. 68 Kolleginnen und Kollegen haben mit Ja gestimmt, 58 mit Nein. Damit ist die Dringlichkeit bejaht. Ich gehe davon aus, dass wir den Tagesordnungspunkt heute zum Ende der Sitzung, das heißt nach dem Tagesordnungspunkt 16, aufrufen. Das ist offensichtlich der Fall. Der Kollege Günter Rudolph hat für die Fraktion der SPD beantragt, dass wir jetzt aussetzen. Ich gehe mal, wie lange braucht ihr? 30 Minuten. Und danach kommen wir zusammen zu einer Sitzung des Ältestenrates. Auch das ist beantragt worden in Raum 501a. Das heißt, Ältestenrat gegen 15:45 im Raum 501a. Unterbreche die Sitzung. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hebe die Unterbrechung der Sitzung auf. Wir wollen fortfahren in unseren Beratungen. Der Ältestenrat hat eben antragsgemäß getagt und über das Verfahren beraten. Und der Ältestenrat hat mehrheitlich beschlossen, dass hier die Dringlichkeit zu dem Tagesordnungspunkt, welcher ist das, Drucksache 20/3050, bejaht wurde, dass sie an das Ende der Tagesordnung des heutigen Tages, das ist nach Tagesordnungspunkt 16, gesetzt wird und dass dieses Gesetz dann in erster Lesung beraten wird. Ich darf Sie fragen, wir waren in der Tagesordnung. Nein, hier sind wir, können wir noch weitermachen. Die Fraktion der AfD bittet Kollege Lenders. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, ich habe Sie ja schon vorgewarnt. Wir beantragen nach § 13 die Drucksache 20/3015 nicht heute zu beraten, sondern 3050 nicht heute zu beraten, sondern fristgemäß auf das Plenum der nächsten Woche zu setzen, da wir davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der Fristverkürzung nach § 22 widersprechen werden. Da wir uns aber, Herr Kollege Lenders, wie wir ja eben sehr intensiv im Ältestenrat auch besprochen haben, man kann vielerlei Ansichten als Jurist vertreten, das ist unbestritten, aber wir haben besprochen, dass wir uns hier im Verfahren des § 59 Nummer 3 befinden. Die Regelung des § 59 Nummer 3 geht der Regelung des § 13 und insoweit auch der Regelung des § 22 vor. Und insoweit, so hat der Ältestenrat das eben mehrheitlich auch empfunden, ist hier jetzt die Dringlichkeit festgestellt. Der Antrag kommt heute hinter den Tagesordnungspunkt 16 und wird dann dort in erster Lesung beraten. Kollege Günter Rudolph. Ja, Herr Präsident, wir weisen nur darauf hin als SPD-Fraktion, dass wir Ihre Rechtsauffassung und die der Mehrheit des Ältestenrates nicht teilen. Und damit das auch im Protokoll entsprechend festgehalten wird, wir sehen die Anwendung des § 22 der Geschäftsordnung in Verbindung mit § 13 gegeben, dass ein Drittel, wenn nicht ein Drittel, widerspricht, da keine Abstimmung stattfindet, weil Sie den § 59 anwenden und damit praktisch den § 22 der Geschäftsordnung umgehen, ihn sozusagen aushebeln, nicht zur Anwendung bringen, fühlen wir uns in unseren parlamentarischen Rechten behindert. Dies geben wir hier zu Protokoll des Hessischen Landtages. So, zur Geschäftsordnung haben sich gemeldet Kollege Frömmrich, Kollege Lambrou, Kollege Bellino und Jürgen Lenders. Kollege Frömmrich, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben das ja gerade im Ältestenrat ausgiebig diskutiert. Hier ist der § 59 Absatz 3 einschlägig. Ich will das noch einmal zitieren. Dringliche Initiativen werden noch auf eine bereits festgelegte oder genehmigte Tagesordnung gesetzt, solange diese nicht erledigt ist, dringend sind. Und dann heißt es im 3, Gesetzentwürfe, die aus der Mitte des Landtags eingebracht werden, wenn sie von den Einbringenden als dringlich bezeichnet sind und der Landtag die Dringlichkeit bejaht hat, Zitat zu Ende. Das ist der einschlägige Paragraph der Geschäftsordnung, der hier anzuwenden ist. Und wir bitten ihn auch anzuwenden und am Ende der heutigen Tagesordnung diesen Gesetzentwurf zu lesen. Kollege Lambrou.
Ja, auch für das Protokoll von unserer Seite aus. Wir schließen uns ausdrücklich den Ausführungen der FDP und der SPD an. Kollege Holger Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir folgen der Auslegung des Präsidenten, wie er es eben hier dargelegt hat. Wir haben es auch ausführlich im Ältestenausschuss besprochen. Der Paragraph 59 Absatz 3 würde ja auch keinen Sinn machen, wenn man nicht als erste Gewalt die Möglichkeit hätte, etwas dringlich auf die Tagesordnung zu setzen. Das wäre ja sonst ein Aushebeln auch unserer Machtbefugnisse, wenn jetzt dann plötzlich der Paragraph 22, wenn der Paragraph 22 hier über dem Paragraphen 59 stünde. Ich möchte darauf ausdrücklich hinweisen, verstehe auch die Aufgeregtheit der FDP wirklich überhaupt nicht mehr, denn auch das gehört zur Wahrheit dazu, und das hatten wir in aller Ruhe im 501a auch besprochen. Dieses Recht, von dem wir hier Gebrauch machen, steht ausschließlich diesem Hause zu. Also eine Regierung könnte das logischerweise nicht, aber das gehört auch zur Wahrheit. Das Plenum, die erste Gewalt, das Souverän, kann sehr wohl sagen, da ist etwas dringlich, deshalb setzen wir es auf die Tagesordnung. Und deshalb wird es auch, wenn die Dringlichkeit bejaht ist, und ich glaube, das kann doch in diesem Fall niemand bezweifeln, dann eben auch heute Abend besprochen werden. Wir haben das heute mittags bereits so angesprochen, und wir bleiben bei dieser, nicht nur bei dieser Einschätzung, sondern wir bleiben bei der rechtlichen Einschätzung, sondern wir bleiben auch bei der Einschätzung bezüglich der Dringlichkeit und Wichtigkeit des Vorhabens. Jürgen Lenders. Ja, für das Protokoll, wir widersprechen auch der Auffassung des Landtagspräsidenten und halten für uns fest, dass zwar nach dem § 59 der dringliche Gesetzesentwurf auch das auf die Tagesordnung geschafft hat mit Mehrheit, es dann aber eine Frist gilt, die da heißt nach § 13 sechs Tage, es sei denn, es wird der § 22 zur Anwendung gebracht. Da der Worte dann, glaube ich, langsam Genüge getan sind, sollte der Präsident dann auch über die Tagesordnung abstimmen. Herzlichen Dank. Dr. Grobe hat sich noch gemeldet. Bitte schön. So, jetzt ist es an. Ich finde es schon interessant, Herr Bellino, dass Sie von der Aushebung der Machtbefugnis sprechen. Bitte denken Sie dran, Paragraph 13, was da steht, die erste Lesung soll frühestens am sechsten Tag nach der Verteilung der Drucksache beginnen. Also, ja, dann achten Sie das doch mal, dann lassen Sie doch mal nicht die Zweidrittelmehrheit des Parlaments missachten, sondern bitte nächstens nicht mehr. Jetzt sind wir am Ende dieser Geschäftsordnungsdebatte. Das wird selbstverständlich so zu Protokoll genommen. Und ich würde dann jetzt über die Tagesordnung abstimmen lassen. Wer für die so beschlossene Tagesordnung ist oder die so gestaltete Tagesordnung ist, heute nach § 16 wird der dringliche Gesetzentwurf behandelt. Den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich stelle fest, dass Ersteres die Mehrheit war. Damit ist die Tagesordnung so angenommen. Nein, ich muss noch etwas anderes. Ja, jetzt haben wir haben ja noch andere Dinge zur Tagesordnung. Also deswegen, ja, wir haben noch was. Jetzt ganz langsam. Also ist ja viel und deswegen wollen wir es auch eins nach dem anderen abarbeiten. So, die Fraktion der AfD bittet den von der Tagesordnung abgesetzten Top 79. Das ist der Entschließungsantrag betreffend Abstandsregelungen im Plenarsaal Drucksache 20/3011 ohne Absprache abstimmen zu lassen. Ohne Aussprache abstimmen zu lassen. Wir würden dann über den Entschließungsantrag am Donnerstagabend abstimmen. Wann wollen Sie? Im Sonntag, am Dienstag. Machen wir das am Dienstagabend. Ich will noch darauf hinweisen, dass der Setzpunkt der Freien Demokraten, Top 69, mit dem Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Top 75, getauscht wurde. Und jetzt will ich noch einmal ganz offiziell über die Tagesordnung abstimmen lassen. Wer für die Annahme dieser Tagesordnung ist, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und CDU. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke, der SPD, Bündnis, die AfD und die Freien Demokraten. Ich stelle fest, dass damit die Mehrheit die Tagesordnung angenommen hat und bitte die Zwischenrufe zu unterlassen. Dann kommen wir auch schneller und einfacher und ohne Eskalationen voran. Die Tagesordnung ist insoweit genehmigt. Wir tagen heute
bis zur Erledigung des Tagesordnungspunktes. Ja, welcher ist das dann? Also dem, der nach 16 kommt. Das ist 101. Das ist der Gesetzentwurf, über den wir eben gesprochen haben. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1 der Fragestunde. Ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass im Anschluss heute die Sitzung des Rechtspolitischen Ausschusses stattfindet, heute Abend im Raum 510W, ebenfalls im Anschluss an die Plenarsitzung kommen im Raum 501A der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und im Raum 204M der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst zusammen. Und ich möchte noch den organisatorischen Hinweis geben, dass der Ältestenrat festgelegt hat, dass bis zum 31. Dezember 2020 wegen der Corona-Geschehnisse keine Besuche von Gruppen im Landtag erfolgen sollen. Entschuldigt fehlen heute jedenfalls nach meiner Liste ganztägig die Abgeordnete Claudia Papst-Dippel, AfD, der Abgeordnete Rolf Kahnt, AfD, der Abgeordnete Dr. Dr. Rainer Rahn, AfD, die Kollegin Lena Arnold, CDU. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Aber jetzt haben wir viel diskutiert, und 16:30 Uhr will zwei nette Mitteilungen auch noch machen. Vielleicht versüßt uns das doch noch den Resttag. Zum einen hat die werte Kollegin Elisabeth Kohler aus der Fraktion DIE LINKE am Wochenende geheiratet. Liebe Frau Kohler, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, viel Glück in der Ehe. Und hoffentlich nicht so viel Diskussion, wie wir sie hier zu führen haben. Und ich möchte bekannt geben, dass die Abgeordnete Lena Arnold Mutter geworden ist. Ja. Am 19. Juni, das muss man sich vorstellen, hat die kleine Mathilda Eva, das ist ja unfassbar, ich habe mir auch immer ein Mädchen gewünscht, habe halt nur zwei Jungs zustande gebracht, aber Eva, ich würde meine, wenn ich noch ein Mädchen bekommen würde, würde ich es auch Eva nennen. Also hat die kleine Mathilda Eva das Licht der Welt erblickt. Liebe Lena Arnold, wir gratulieren von hier. Vielleicht ist sie im Livestream bei uns. Alles Gute für Mathilda Eva. Die Mutter ist wohl auf. Was mit dem Vater ist, wissen wir nicht, ob es ihm gut geht, aber er wird sich sicherlich freuen. Und insoweit bin ich am Ende der amtlichen Mitteilung.